Hey zusammen, heute wollen wir uns mal anschauen, was KPIs mit Unternehmen zu tun haben und was das eigentlich bedeutet. Kein Plan von irgendwas? Kann es ja schlecht sein. Also, um nicht lange drum herum zu reden, KPI bedeutet ganz einfach Key Performance Indicator. Ja dann, ist doch alles klar. Aber wofür braucht man diese KPIs, welche auf Deutsch auch Leistungskennzahlen genannt werden, jetzt eigentlich? Naja, sie helfen euch dabei, den Erfolg oder Misserfolg im Unternehmen zu messen. Das heißt, es geht um Kennzahlen, mit denen die Leistung von Aktivitäten im Unternehmen ermittelt werden kann. Was für Leistungskennzahlen das jeweils sind und welche besonders wichtig sind, hängt sowohl vom Unternehmen als auch von den jeweiligen Zielen ab, die erreicht werden sollen. Das heißt, wenn ihr Kennzahlen habt, die bestimmte Vorgänge und Abläufe erfassen, könnt ihr diese analysieren und bestimmte Prozesse besser und effektiver machen. Wenn es jetzt darum geht, geeignete Kennzahlen zu definieren, kann man sich natürlich die Frage stellen, nach welchen Kriterien die Kennzahlen aufgestellt werden. Im Endeffekt sollen KPIs, wie fast alles andere im Leben, smart sein. Smart wie S-M-A-R-T. S für specific, also spezifisch und auf das Vorhaben bezogen. M wie measurable, was so viel heißt wie messbar, und zwar in Zahlen. A wie achievable, also erreichbar. Versucht euch dafür realistische Ziele zu setzen und nicht Leistungskennzahlen aus der Luft zu raten. R wie relevant und ergebnisorientiert. Und zu guter Letzt T wie time-bound, also zeitlich gebunden. Ihr merkt also, die Erfinder dieser Smart-Methode haben sich schon Gedanken gemacht, wie man seine KPIs definiert. Sie müssen leicht und schnell messbar sein und eine starke Aussagekraft haben. Wenn ihr euch jetzt fragt, was denn so typische Leistungskennzahlen sind, dann können wir das einfach mal anhand eines Online-Shops zeigen. Ein bekannter KPI sind die CAC. Ja, richtig gehört, CAC. Ausgeschrieben bedeutet das Customer Acquisition Cost. Also die Kosten, die ihr habt, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Wenn ihr zum Beispiel einen Online-Shop aufbaut, müsst ihr auf Dauer auch an Kunden kommen, welche ihr über Werbeanzeigen gewinnen könnt. Nur ist nicht jeder, der auf eure Werbeanzeige klickt, auch direkt euer Kunde. Deshalb müsst ihr herausfinden, welcher Akquisekanal am effektivsten ist. Wenn ihr in eurem Online-Shop also die neuen Gummistiefel verkaufen wollt und dafür Werbung schaltet, müsst ihr ausrechnen, was ihr im Schnitt zahlt, um einen Kunden zu gewinnen. Wir stecken jetzt einfach mal in Facebook-Werbung 1000 Euro und in Instagram-Werbung stecken wir auch 1000 Euro. Über die Analysedaten von Facebook und Instagram und denen unserer Website können wir herausfinden, woher die neuen Kunden kommen. Nach 2 Wochen stellen wir fest, dass wir über unsere Facebook-Werbekampagne 10 neue Kunden gewonnen haben und über unsere Instagram-Werbung 100 neue Kunden. Wir teilen dann die Anzahl der Kunden durch die Höhe der Ausgaben auf dem jeweiligen Akquisekanal und haben unsere Customer Acquisition Costs. Bei Facebook wäre das in diesem Fall 100 Euro CAC und bei Instagram 10 Euro CAC. Durch diese KPI könnt ihr also recht schnell messen, wo das Werben besonders effektiv ist. Eine weitere KPI wäre die Conversion Rate. Diese Konversationsrate beschreibt, wie viele Besucher meines Online-Shops oder meiner App auch zu zahlenden Kunden werden. Die Ladegeschwindigkeit, der Aufbau des Shops oder der App und die Funktionen und Produkte sind nur ein paar der vielen Faktoren, die eure Konversionsrate beeinflussen. Was besonders wichtig ist, wenn ihr KPIs bestimmt, dass ihr Vanity Metrics vermeidet. Das sind sogenannte Kennzahlen, die euch einen Erfolg und eine tolle Entwicklung suggerieren, die aber keinen Aussagewert für euch haben. Bei einem Online-Shop wären das zum Beispiel die Website-Klicks anstatt der wirklich laufenden Kunden oder bei einer App die Anzahl der Downloads anstelle der tatsächlich aktiven Nutzer. Auch die Anzahl an Likes und Followern auf Social Media sind so eine falsche Kennzahl. Nicht das ist entscheidend, sondern die Interaktion, die dadurch entsteht. Ihr seht also, KPIs können sehr vielseitig sein und ihr solltet immer hinterfragen, was die Kennzahlen, an der ihr einzelne Schritte bemesst, wirklich bringen. Grundsätzlich können KPIs aber sehr hilfreich sein und euer Geschäftsmodell voranbringen und helfen, dieses zu optimieren. Denkt also zusammengefasst einfach daran, smarte Kennzahlen zu definieren. Spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sind dafür gute Vorgaben, die euch helfen, die richtigen Indikatoren festzulegen. Die bekannten KPIs, CAC und Conversion Rate haben wir euch heute einmal kurz vorgestellt. Und jetzt seid eigentlich auch schon ihr dran.
Gerade wenn ihr schon dabei seid, einen Businessplan zu schreiben oder ein Pitch-Deck zu erstellen, sind KPIs unbedingt notwendig. Wenn ihr aber noch nicht genau wisst, was ein Businessplan ist und wie ihr diesen schreibt oder was um alles in der Welt dieses Pitch-Deck sein soll, dann checkt unbedingt mal die beiden Videos dazu aus, die wir euch hier verlinkt haben. Ansonsten macht was draus und haut rein!